Wir blicken hinter die Kulissen. Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen. Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit. Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum. Bewusst gemacht. Der Podcast von Manufaktum. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Ursprünglich sollte es um Schokolade gehen, aber keine Sorge, diese Folge holen wir nach. Heute haben wir das Vergnügen, mit der erfahrenen Verlegerin Johanna Hennichen und unserem Produktmanager für den Bereich Küche, Martin Jordan, zu sprechen. Sie geben uns spannende Einblicke in die neuesten Trends auf dem Kochbuchmarkt und erzählen, wie diese Schätze ihren Weg in unsere Regale finden. Hallo Johanna, hallo Martin. Freut mich sehr, dass ihr beide heute hier seid. Vielleicht können wir einmal damit starten, dass ihr euch kurz vorstellt. Wer fängt an? Hallo Milena. Danke. Hi. Soll ich einfach mal anfangen? Ja. Ganz lieben Dank für die Einladung als allererstes. Also ich mich total gefreut, als der Anruf letzte Woche kam und empfinde das auch als großes Lob, dass wir als Verlag da gefragt werden tatsächlich, wenn es um gute Kochbücher gehen soll. Ich bin Johanna Hennichen, wie du eben schon gesagt hast, und bin eine von zwei VerlegerInnen im Becker-Just-Volk-Verlag und darf dort inzwischen schon seit 18 Jahren mit einem ganz, ganz wundervollen Team an meiner Seite wunderschöne Bücher machen. Genau. Ja, dann stelle ich mich mal ganz kurz vor. Ich sitze hier heute stellvertretend für Gina Mutera, die mit mir zusammen das Buchsortiment macht. Ich bin Martin Jordan. Ich kaufe sozusagen eigentlich die Küchensachen bei Manufaktum ein. Ich bin zuständig für das Küchensortiment, bin aber über Umwege zum Buch gekommen und kenne jetzt den Becker-Just-Volk-Verlag schon einige Zeit und wir haben auch sehr viele Bücher mittlerweile schon zusammen in den Shop gekriegt und werden auch sicherlich in Zukunft noch mehr Bücher von euch aufnehmen, denke ich. Das würde mich freuen. Das hört sich schon mal sehr gut an und ich glaube, es eine gute Basis, um in dieses Thema auch reinzustarten. Ich würde gerne zu Anfang mit einer kurzen Einstiegsfrage starten. Und zwar, vielleicht haben sich das schon viele gefragt, aber sind eigentlich gute Köche auch gute Kochbuchautoren? Schwierig zu beantworten. Nicht automatisch, würde ich sagen. Da muss man natürlich erstmal definieren, was macht einen guten Koch aus und was macht einen guten Kochbuchautor dann aus. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel mal Beispiel Sterneköche sind de facto wahnsinnig tolle Köche, sehr, sehr erfolgreich, können wahnsinnig gut kochen. Aber die können zum Beispiel manchmal auch schwer erklären. Das heißt, wenn du von denen Rezepte bekommst, musst du wahnsinnig viel nacharbeiten, weil die einfach einen ganz, ganz anderen Wissensstand voraussetzen, als der Leser ihn vielleicht tatsächlich hat. Die Rezepte sind dann oft vielleicht nicht so alltagstauglich. Und dementsprechend ist das für mich dann gar nicht automatisch einer der besten Kochbuchautoren auch. Sondern wenn man sich überlegt, was ist ein guter Kochbuchautor? Bedeutet das, dass er besonders erfolgreich Bücher macht? Ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig, dass sie natürlich eine Leidenschaft für das, was sie tun, mitbringen. Das tun Sterneköche auch. Aber ich glaube, wenn man sich überlegt, was macht ein gutes Kochbuch aus von einem guten Kochbuchautor, muss es im Alltag funktionieren. Es muss ein Mix aus modern und Kreativität sein, aber es muss eben vor allen Dingen, das ist das Allerwichtigste im Alltag, gut funktionieren, muss dich durchaus auch inspirieren. Und da gibt es ganz, ganz tolle Beispiele. Einer der erfolgreichsten sicherlich ist Otto Lengi, der die vegetarische Küche eigentlich, ohne dass ich vorne drauf zu schreiben, wohl bemerkt, hallo, ich mache hier ein vegetarisches Kochbuch, sondern einfach durch seine orientalisch geprägte, aber sehr kreative, moderne, aber eben alltagstaugliche Küche es geschafft hat, einen Wahnsinnserfolg im Bereich Kochbuch zu erlangen. Aber genau das haben wir auch bei uns in Deutschland. Also wir haben ganz wundervolle KochbuchautorInnen, Anne-Kathrin Weber mit ihrer deftig vegan und deftig vegetarisch Reihe, die genau diesen Stil auch prägt, dieses
sehr kreative, trotzdem vertraute und immer irgendwie ja was ganz Besonderes. Henze ist ein tolles Beispiel dafür. Martina und Moritz, klasse. Sven Teichmann mit seinem, ja, sehr spitzen Thema Pizza, aber auch da, er backt wahnsinnig gut und der kocht auch wahnsinnig genial. Also auch da wird übrigens was ganz, ganz Tolles kommen. Gina Kahrs, die absolute Neuentdeckung gerade, wo ich von Anfang an das Gefühl hatte, okay, das ist genau dieser Otto Lengi-Style, man nennt das inzwischen tatsächlich schon so, was einen so begeistert. Also auch diese Rezepte, dass man nicht mehr ein großes Gericht macht, sondern ich mache lieber 4, 5 Sachen und schmeiße die gemeinsam auf den Tisch, wenn Gäste kommen und jeder kann sich dann selber was nehmen. Genau das machen für mich gute Kochbuchautoren aus. Also es zu schaffen, quasi ein Buch zu schreiben, was auch Otto-Normalverbraucher da nutzen kann. Also wo man nicht Koch sein muss, um das zu verstehen und umsetzen zu können. Und es muss dich inspirieren können, ne? Dass du in deinem Alltag eben sagst, okay, das macht mich jetzt so an, dass da gehe ich mal eben in den Supermarkt und hole mir die Zutaten und ich bekomme sie ganz easy, das ist ganz wichtig, und dann zauber ich das mal eben. Würdest du das so unterschreiben, Martin? Spiegelt das auch so unsere Auswahl wieder? Ich glaube, du hast da nochmal einen anderen Blick für. Denn das weiß ich aus privaten Hintergründen, dass Martin nicht nur Produkteinkäufer ist, sondern auch Kochgelernter. Hm. Wie siehst du das? Also es gibt natürlich auch die Zielgruppe Koch auf dem Kochbuchmarkt. Und natürlich habe ich alle möglichen Bücher von einem Dieter Müller zu Hause oder von einer Tanja Granditz und auch von Dan Patissier. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, dass es Sachen gibt oder Autoren gibt, die sehr, sehr schöne Kochbücher machen, sehr interessante Kochbücher machen, aber die nicht alltagstauglich sind und wo die Fanbase vielleicht sich auf die Gäste zieht und auf andere Köche, die das gerne lernen möchten, wie das geht. Aber da geht es auch um Tellerarrangements, da geht es um bestimmte Mengenverhältnisse, denn nicht alles, was du dort an Rezepten hast, kannst du dann auch vergrößern. Das bedeutet, da ist dann für diesen einen Teller 30 Gramm einer bestimmten Mousse vorgesehen. Wenn du die in der größten Menge isst, schmeckt die überhaupt nicht mehr. Und die schmeckt nur in der Kombination mit der Nachbarkomponente. Das muss man wissen, das weiß man vielleicht als Koch, und wenn man dann einen Mousse nachkocht oder nachproduziert, kann es durchaus sein, dass es viel zu süß ist, dass es viel zu cremig ist oder dass es viel zu sauer ist und nur in der Kombination besteht. Deshalb, ich glaube, die Zeit hat der Otto-Normalverbraucher auch überhaupt nicht, tatsächlich das nachzubauen, was ein ganzes Team an einem Tag baut sozusagen. Es hört sich schon mal sehr interessant an, und wenn wir schon bei verschiedenen Autoren sind und Köchen, Nicht-Köchen, für mich wäre auch mal ganz interessant zu erfahren und wahrscheinlich auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn so dieser typische Prozess, wie so ein Kochbuch entsteht? Gibt es überhaupt so einen typischen Prozess oder ist das sehr individuell? Also ja, am Ende des Tages gibt es natürlich irgendwo einen Prozess, den jedes Buch durchläuft. Bei einem Kochbuch brauchst du Rezepte, ganz klar, und du brauchst auch Fotos, auch das ist ganz klar. Aber wie das Buch dann tatsächlich am Ende des Tages entsteht, kann halt super unterschiedlich sein, ist von Verlag zu Verlag, von Team zu Team unterschiedlich. Also du brauchst auf jeden Fall eine gute Redaktion, die natürlich die Idee erkennt, dass das Konzept versteht und auch noch mitentwickelt. Du brauchst ein sehr gutes Fachlektorat und Lektorat. Du brauchst ein tolles Layout. Du brauchst, habe ich eben schon erwähnt, natürlich die Fotos, was einen tollen Rezeptfotografen oder Fotografin ausmacht. Da ist der Foodstylist dann auch wieder dran beteiligt. Die Köche machen in den seltensten Fällen in der Fotoproduktion auch das Foodstyling, und es kommt natürlich auf so einem Bild wahnsinnig aber aufs Foodstyling an. Und es sind einfach wahnsinnig viele Menschen an so einem Buch beteiligt. Das glaubt man gar nicht. Alle, das ist bei uns wirklich durch die Bank weg so, bringen ganz viel Leidenschaft mit und den absoluten Willen, da jetzt das beste Buch zu machen. Und das ist bei uns sowieso immer dieser Anspruch. Oder wir sagen immer, ein Buch ist dann fertig, wenn man nichts mehr besser machen kann. Das ist bei uns so
der Slogan und da, das leben wir auch total. Und im besten Fall hat der Käufer oder der Leser am Ende, oder der Beschenkte, das ist natürlich auch schön, so ein Kochbuch geschenkt zu bekommen, am Ende das Gefühl, dass das Buch viel besser ist als das, was er eigentlich erwartet hat. Also wenn wir ihn überraschen können, positiv überraschen, begeistern können. Und letztendlich ist das ja auch ein Handwerk, was einfach beste Inhalte zusammenführt. Und wenn du von uns ein Buch hast und darin so deine Lieblingsrezepte für ein bestimmtes Gericht entdeckst, wirst du wahrscheinlich auch nie wieder ein anderes Rezept dafür brauchen jetzt. So. Also es ist ein langer Prozess. Es dauert in der Regel von der Idee bis zum Erscheinen ein gutes Jahr, manchmal auch anderthalb Jahre. Bis du dann das Manuskript hast von den Autoren und es tatsächlich im Laden stehst, ist es in der Regel etwa ein halbes Jahr. So. Und nochmal zu den Beteiligten eben. Du hast den Koch, dann hast du jemanden in der Redaktion, der mit ihm eben gemeinsam diese Rezepte bespricht, der vielleicht sagt, hey, das könnte noch gut dazu passen, oder die und die Zutaten, da haben wir jetzt ein bisschen viel von und da aber auch ein bisschen wenig, können wir noch ein bisschen nach der Vielfältigkeit schauen. Sind die Gerichte eben zum Beispiel auch alltagstauglich? Bei neuen Autoren zum Beispiel kochen wir selber erstmal ganz viel nach, um auch zu gucken, funktionieren die Rezepte? Dann gehen diese Rezepte in ein spezielles Fachlektorat, also da werden sie nochmal wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Dann gehen sie in die Grafik, dort wird das Layout gestaltet, das Buch wird aufgebaut, die Fotos werden fotografiert. Dann geht das Ganze wieder zum Autor. Also es ist wirklich ein langer Prozess. Am Ende geht es nochmal durch ein Korrektorat, Bildbearbeitung, Fotoproduktion, in einer anderen Reihenfolge natürlich, bis es denn dann mal irgendwann in die Druckerei geht. Also es braucht seine Zeit. Es hört sich auf jeden Fall nach einem langen Projekt an, aber irgendwie auch nach einem Herzensprojekt. Immer, dieser Satz, ja. Wir veröffentlichen es erst, wenn es perfekt ist. Wenn man das mal an seine eigenen Ansprüche teilweise spiegelt, kann ich mir nur erahnen, wie lange das dauern kann, wenn man dann doch noch mal ein Detail findet, was einem doch nicht so gefällt. Aber vielleicht noch mal ganz auf Anfang. Wie kommt denn so ein Autor auf euch zu? Oder geht ihr auf Autoren zu? Also du sprachst eben auch von einer Redaktion. Ist man dann auch einfach so ein bisschen mit seinen Fühlern unterwegs und hört hier und da, dass jemand an einem Projekt arbeitet? Total. Ja, also sowohl als auch. Es gibt wirklich alle möglichen Varianten. Ganz viel durch Empfehlungen. Gutes Beispiel, ein Autor hat ein Buch rausgebracht, der andere Autor sieht das, ihm gefällt das Buch und dann meldet er sich zum Beispiel auch bei uns. Wir bekommen jeden Tag Manuskripte eingeschickt. Tatsächlich verlegen wir dann wirklich nur einen winzigen Prozentsatz davon. Wir machen ja gerade mal maximal 20 Bücher im Jahr. Also wir haben ein sehr, sehr kleines Programm, weil wir eben so viel Herzblut und Zeit in jedes Projekt dann stecken. Und ganz oft oder nicht ganz oft, genauso parallel dazu sind wir natürlich aber auch unterwegs und scannen die Medien, wir schauen nach Trends, wir gucken uns die sozialen Medien an, ist vielleicht irgendjemand Spannendes irgendwo in der Talkshow? Also von allen Seiten ergibt sich das, prasselt das irgendwie zusammen und dann ist es natürlich deine Aufgabe, da mit die Perle herauszufinden. Genau, ganz genau. Viel Bauchgefühl auch. Also es gibt erstmal jemand, der es quasi sichtet und der erstmal so eine Vorentscheidung trifft. Und was ich tatsächlich auch noch gerade, ich springe mal ein bisschen weiter nach vorne, sehr interessant fand, das Thema Testküche. Also es ist natürlich immer eine schöne Idee zu haben und erstmal ein Rezept einzusehen. Und wahrscheinlich gibt es dann Rezepte, die einen mehr ansprechen und weniger. Aber wie es schlussendlich funktioniert, ist ja eben auch ein wichtiges Thema. Heißt das wirklich, dass ihr jedes Rezept im Kochbuch vor Ort vorkocht oder gibt es da eine unterschiedliche Selektion? Vertraut man da auch manchmal auf den Autor, weil es irgendwie ein bekannter oder ein bestehender Autor ist? Also wenn es ein absoluter Newcomer ist, werden schon einige Rezepte bei uns nachgekocht. Ich koche dann viel, mein Kollege kocht dann viel, im Team kochen unsere MitarbeiterInnen auch total gerne. Ich erinnere mich noch an ein Kochbuch,
Da haben wir tatsächlich damals jedes einzelne Rezept nachgekocht, weil wir uns nicht so ganz sicher waren. Es war ein neuer Koch. Es war ein völlig neues Thema damals. Und wir waren uns einfach nicht sicher, funktionieren die Rezepte, schmecken die Rezepte. Das ist das Allerwichtigste. Und dann haben wir wirklich im Team organisiert. Da wurde dann jeden Freitag pünktlich fürs Wochenende vom Biomarkt wurden dann da die Kisten geliefert und jeder hat dann die Zutaten für seine Rezepte mit nach Hause gekriegt. Das ist aber tatsächlich eher die Ausnahme, dass wir das in diesem Umfang machen. Aber sporadisch testen wir auf jeden Fall immer. Nichtsdestotrotz, jedes Rezept wird bei uns, bevor so ein Buch gedruckt wird, zweimal getestet. Einmal im Fachlektorat wird es wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Und natürlich spätestens bei der Fotoproduktion wird es vom Foodstylisten nochmal ganz automatisch getestet. Funktioniert das? Stimmen die Mengenangaben? Ist die Textur so, wie man sich das vorstellt? Sieht es gut aus? Also das ist da dann eigentlich schon so, ja, Proof of Concept, funktioniert das Ganze. Und wenn da was nicht funktioniert, spätestens da wirst du darauf aufmerksam. Gestaltung und Fotografie war auch so ein Thema, mit dem ich mich in der Vorbereitung beschäftigt habe. Ist die Fotografie und auch das Design des Buches dann nachher auch sehr bestimmt dafür, wie gut das Buch funktioniert? Oder, also, es gibt ja unterschiedliche Kochbücher mit unterschiedlich großem Fotografie- oder weniger Fotografieanteil. Ja. Ist das maßgeblich für den Erfolg oder ist es sehr unterschiedlich auch wieder zu betrachten, je nach Thema und Zielgruppe? Also, wenn du dir Kochbücher anguckst, gibt es dazu scheinbar relativ unterschiedliche Meinungen. Es gibt Kochbücher, du blätterst sie durch und dir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und es gibt Kochbücher, da machen dich die Bilder einfach nicht so an. Aber genau das ist es eben. Ein Kochbuch ist ein visuelles Erlebnis. Und diese Bilder machen dir einfach ja so viel Appetit, dass du das nachkochen möchtest. Deswegen, ich kann mir ein Kochbuch ohne Bilder gar nicht mehr vorstellen. Früher war das, früher wirklich, vor vielen, vielen Jahren, wenn man sich so alte Kochbücher von der Oma früher anguckt, da ist irgendwie 300 Rezepte drin, und aber nirgendwo ein Bild. Vielleicht ist da irgendwo mal eine Skizze von einem Teller und einem Löffel, aber da fehlen eben diese Fotos. Und genau, wenn du da durchblätterst, das macht dich ja nicht an. Also, es inspiriert dich nicht, es macht dir keinen Appetit. Und genau das finde ich ein gutes, also Essen ist was Sinnliches, Genuss. Und das Vorspiel quasi ist einfach ein Foto, was alle deine Sinne erweckt. Du hast das zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, sind Brotbackbücher. Und du kannst Brot so und so fotografieren, aber wenn du das aufschlägst und dir dieses Foto anguckst und du hast das Gefühl, du hast den Duft in der Nase, dann hast du alles richtig gemacht. Also deswegen für uns im Haus, Bäcker Just Volk Verlag, geht nichts ohne Fotos. Das ist auch eine alte Hausregel von uns. Jedes Rezept wird fotografiert und die Fotos sind bei uns, ja, also natürlich, du brauchst ein richtig gutes Rezept, aber du brauchst auch ein richtig gutes Foto, ganz klar. Und das dann noch eingebettet in einer tollen Gestaltung, das macht's aus. Martin, wie siehst du das? Wenn du ein Buch quasi für uns listest, ist das dann auch sowas, wo, ich sag mal, was dich anspricht oder was so ein Grund für dich ist, das zu listen? Oder weißt du zum Beispiel vorher, okay, so und so das Format, das funktioniert nicht so gut oder das wird einfach nicht nachgefragt? Ja, also wir versuchen das für Manufaktum mit ein paar Regeln zu verknüpfen. Wir versuchen, Kochbücher zu finden, die in der Regel erstmal monothematisch sind und wo der Kunde klar erkennen kann, um was es darin geht. Das funktioniert über Bilder natürlich auch ganz gut. Und was wir auch gut finden, ist eine hochwertige Fotografie. Das bedeutet, dass der Kunde, wenn er das aufschlägt, ein Zielbild hat, tatsächlich, auf was er hinkochen kann. Also früher, Johanna hat es ja schon gesagt, waren die Kochbücher, da gab es ja nicht mal Mengenangaben drin, weil man davon ausgegangen ist, der Mensch kann kochen oder damals die Frau kann kochen. Und heutzutage ist es nicht mehr so. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Wegweiser, wo geht die Reise hin. Aber Listungskriterien sind eigentlich bei uns erstmal, Nummer eins, passt es zu unserem Sortiment? Das heißt, unterstützt es irgendwie das Gartensortiment, das Küchensortiment, oder bei Lederpflege haben wir auch ein Buch dazu gehabt, hilft es in der Bekleidung. Und dann geht es eigentlich so um die Themen, die halt bespielt werden können. Wir versuchen halt auch viele Bücher im Bereich vegetarisch und vegan mittlerweile zu machen oder in der Gemüseküche, aber sind da auch ganz offen.
Was wir auch total gut finden, das sind so traditionelle Küchen wie italienische Küche, so Cucina Provera und so weiter. Aber wir öffnen auch nach und nach und probieren auch einfach mit kleinen Erstbestellungen Bücher einfach aus, ob die auch funktionieren bei uns. Sehr gut. Wo gerade das Thema alte und neue Küchen interessant wird. Wenn ich an das Thema Kochbuch denke und an meinen ersten Zugang zum Thema Kochen und Rezepte, denke ich ja immer noch ganz klassisch an diese handgeschriebenen Rezepte von Oma, die auf so einem Blättchen notiert worden sind. Das Thema Kochen und Kochbücher, das hat sich natürlich in den Jahren auch so ein bisschen gewandelt. Viele Online-Plattformen, wo man quasi Rezepte abrufen kann, soziale Medien, wo man auch nach Rezepten suchen kann. Wie würdest du sagen, Johanna, hat sich der Markt da geändert und stellt sich für manche die Frage dann, ob man überhaupt ein Kochbuch braucht oder ob man, wenn man jetzt beispielsweise nach einem Rezept für eine vegetarische Lasagne sucht, auf ein Buch zurückgreift oder eben einfach online nach einer Rezeptalternative sucht? Also ja, der Kochbuchmarkt hat sich verändert, natürlich. Aber wahrscheinlich auch wie in jedem anderen Markt hast du immer über die Jahre diese Wellenbewegung drin. So, natürlich hast du heute durch das Internet den Zugang zu einer unermesslichen Pool an Rezepten. Und ja, man konsumiert auch heutzutage Inhalte inzwischen anders als früher, sehr viel punktueller, fragmentierter, immer schön portionsgerecht das, was ich jetzt gerade wissen muss. Was aber ein großer Unterschied natürlich ist, je nachdem, wo ich dieses Rezept herbekomme, kann ich mir gar nicht sicher sein, wie sehr wurde dieses Rezept geprüft. Und in einem Kochbuch habe ich immer noch ja diesen Qualitätsstandard, dass ich mir sicher bin, dieses Rezept wurde geprüft. Also wir sprechen hier von wirklich kuratierten Inhalten. Und je nachdem, wo ich im Internet Rezepte herbekomme, sind sie das eben nicht. Man darf nie vergessen, wenn ich jetzt nach einem speziellen Rezept, so wie du es gerade erwähnt hast, im Internet suche, geht ganz viel Zeit auch drauf für die Suche, weil ich mir natürlich oft auch immer erstmal 4, 5 Rezepte angucke und dann gucke, ah, wie macht der es, bevor ich mich für ein Rezept entscheide. Das fällt in dem Buch natürlich auch raus. Was ganz spannend ist, trotz dieser Vielfalt und dieses Zugangs für jeden zu dieser Rezeptmenge im Internet, hat sich seit Corona, wo natürlich die Menschen einfach über 2 Jahre zu Hause waren und ganz, ganz viel wieder gekocht und gebacken haben, das sehr positiv nochmal für die Kochbücher entwickelt. Was man schön sieht, also im Jahr erscheinen etwa 3000 Kochbücher. Vor Corona waren wir so etwa bei 2500 und nach Corona sind wir jetzt so bei 3000 bis 3200. Die erscheinen pro Jahr. Also man sieht schon, da gab es eine deutliche Steigerung. Und was eben auch da zu sehen ist, dass ganz viele aus dem Internet, also ganz viele aus den sozialen Medien, auf einmal für die auch das Thema Kochbuch wichtig ist und sie eben ein Kochbuch machen wollen. Also die Frage, wie wird sich das Kochbuch entwickeln? Das Kochbuch wird es immer geben. Natürlich entwickelt sich inzwischen zum Beispiel der Lebenszyklus eines einzelnen Buches auch anders im Vergleich zu früher. Aber nichtsdestotrotz, spätestens wo du auch beim Thema Geschenke bist, weil Kochbücher auch einfach ganz beliebte und tolle Geschenke sind. Ich kann zu einer tollen Essenseinladung gerne auch mal abends ein Kochbuch vielleicht schenken statt einer teuren Flasche Wein oder man tut sich zusammen für einen Kollegen oder wie auch immer. Und in dem Moment, wo es zum Beispiel auch um dieses Thema geht, kann natürlich das Internet nicht mithalten. Also ja, der Markt hat sich verändert, aber nicht nur zum Negativen. Und Kochbücher werden immer bleiben. Also dieses sinnliche Erlebnis, dieses haptische Erlebnis, was du hast, das kann ja das Internet nicht bieten. Aus meiner persönlichen Sicht, finde ich, gibt ein Kochbuch auch noch einen Zusatzmehrwert zu einem Rezept, was man online findet. Weil meistens entscheidet man sich, hat ja Martin auch gerade bei unserem Sortiment gesagt, dass es ein sehr monothematisches Kochbuch ist. Das heißt, ich habe mir das Kochbuch ja aus einem bestimmten Interessengebiet heraus ausgesucht und habe dann aber meistens ja auch noch Zusatzinformationen. Also ein Kochbuch geht ja meistens über das Rezept hinaus und führt nochmal in so ein bestimmtes Thema ein, wofür man sich interessiert. Ich denke da an so Beispiele wie zum Beispiel zuckerfreie Ernährung. Da wird natürlich dann auch erklärt, warum tut man das. Und dann kommen dazu noch Rezepte. Also man hat natürlich auch noch so einen Wissensmehrwert, der einem natürlich bei einem Rezept fehlt. Und gerade da gebe ich dir vollkommen recht, ist eine qualifizierte und geprüfte Inhalte natürlich total wichtig.
Natürlich, genau. Also gerade wenn du diesen Bereich ansprichst, im Gesundheitsbereich, finde ich es umso wichtiger, wirklich ein geprüftes Buch da liegen zu haben. Und das andere Thema ist, wenn du jetzt eher so in den Genussbereich gehst, wenn du dich inspirieren lassen möchtest, ich finde, du tauchst durch ein Kochbuch ganz anders in eine Welt ein, in die Welt des Autors, die er dir da gerade zeigt. Du lässt dich da viel mehr reinziehen. Das passiert, finde ich, nicht, wenn du durch eine App scrollst, um dir schnell mal eben ein Rezept für heute Abend rauszuziehen. Aber wenn man dann trotzdem über so digital und physisch redet, merkt man dann trotzdem, dass so dieser E-Book-Markt, also da die Nachfrage auch nochmal tatsächlich steigt, also dass sich viele auch so ein Kochbuch tatsächlich in einer Online-Version downloaden, oder ist es immer noch dann eher der physische Markt? Der physische Markt, absolut. Also im Bereich Kochbuch hat sich das E-Book eigentlich gar nicht durchgesetzt. Das kannst du, es ist wirklich zu vernachlässigen. Also wir machen auch schon lange nicht mehr zu jedem Kochbuch ein E-Book. Es gibt bestimmte Themen, da funktioniert es relativ gut, aber das ist wirklich, also dieser Anteil ist verschwindend gering. Neben der Entwicklung und wenn so ein Buch dann auch fertig ist, gibt es ja auch bestimmte Herausforderungen, die während des Prozesses, aber auch nach der Veröffentlichung entstehen. Kannst du uns da so ein paar Einblicke geben? Also wahrscheinlich, ich tippe jetzt mal, vielleicht auch sowas wie während des Fotografierens merkt man, so ein Rezept funktioniert gar nicht. Genau, das ist ein typisches Es sieht Problem, nicht so aus wie gedacht. Ganz genau. Dann hat man oder wir haben eigentlich immer einen ganz, ganz tollen Foodstylisten, oder wir arbeiten ja mit mehreren Foodstylisten, die uns dann in dem Moment wirklich retten und die dann eigentlich sofort selber einspringen und so lange das Rezept wiederholen, bis es funktioniert. Und das sind ja auch alles sehr begnadete, gelernte, tolle Köche. Das ist ein klassisches Beispiel. Ein Problem ist immer die Zeit, weil egal wie viel du Zeit hast, das kennt man auch aus anderen Projekten, egal wie viel Zeit du hast, am Ende ist die Zeit immer knapp. So, und aufgrund dieses langen Prozesses, dieser vielen Stationen, die so eine Buchproduktion durchläuft, du hast immer irgendwo Verzug und am Ende des Tages musst du immer schauen, bleibe ich noch im Timing, kommt das Buch dann trotzdem dementsprechend, wie du es angekündigt hast, auch raus, weil die Presse wartet drauf, die Händler warten drauf, der Autor wartet drauf. Das ist immer ein Thema, die Zeit. Und natürlich, wenn du über Herausforderungen sprichst, kommt es auch immer wieder vor, dass du ein Buch geschaffen hast, wo sich alle sicher waren, das wird funktionieren. Du hast deine Hausaufgaben gemacht, du hast dir den Markt angeguckt, du hast einen tollen Autor, du hast ein tolles Thema, die Inhalte sind genial. Die Presse bespricht es sogar und trotzdem irgendwie zündet es nicht so richtig im Markt und es bringt eben nicht diesen Erfolg mit sich, wie du ihn dir erhofft hast. Und das ist natürlich dann eine Herausforderung. Und da sind wir ein Verlag. Wir lassen das Buch dann nicht sofort fallen, sondern wir machen uns echt Gedanken und versuchen einfach ganz vieles noch, um dieses Buch wirklich anzuschieben. Weil wir immer sagen, es steckt so viel Herzblut drin vom Autor, so wahnsinnig viel Zeit, so viel Herzblut von uns als Team. Also dieses Buch hat es einfach verdient. Und ja, auch dann geben wir noch unser Bestes und haben auch dann schon tatsächlich es geschafft, nochmal Bücher wirklich gut anzuschieben und ihnen dann auch zu dem sehr verdienten Erfolg zu verhelfen. Was macht denn ein Buch erfolgreich? Boah. Reden wir da einfach über nackte Zahlen oder? Das ist eine total spannende Frage und vielleicht ist sie auch ein bisschen ungerecht am Ende des Tages. Es ist total schade natürlich, ne, dass du das dann irgendwie so runterbrichst. Natürlich gibt es die wirtschaftliche Seite, wie bei allem im Leben. Und natürlich ist, wenn jemand fragt, wie erfolgreich war das Buch, meint er eigentlich, wie oft hat es sich verkauft. So. Und da haben wir als Verlag echt eine sehr hohe Trefferquote. Wir machen nur super wenig Bücher im Jahr und sind trotzdem der Kochbuchverlag mit der höchsten Bestsellerquote. Aber das ist nicht alles. Also auch ganz, ganz tolle Bücher mit wahnsinnig spannenden Themen schaffen es vielleicht am Ende nicht, weil eben auch, das ist auch inzwischen eine ganz, ganz wichtige Komponente und die können wir nicht wegdiskutieren, die Reichweite des Autors, in welcher Form auch immer, das müssen nicht nur die sozialen Medien sein, das können auch die allgemeinen Medien sein, das
eine Kolumne oder was auch immer. Aber irgendwie muss der Autor oder dieses Thema zumindest auch eine Reichweite mitbringen, weil sonst ist es einfach schwierig heute, wie eben gesagt, sich unter 3000 Kochbüchern, die pro Jahr erscheinen, durchzusetzen und da irgendwie Gehör zu verschaffen. Deswegen ja, ein erfolgreiches Kochbuch macht natürlich am Ende des Tages die Anzahl der verkauften Bücher aus. Der begehrte Spiegel-Bestseller-Button, das ist natürlich ein Wahnsinnserfolg, ganz klar. Aber manchmal sträube ich mich auch ein bisschen dagegen, weil wir auch schon ganz, ganz wundervolle Herzensprojekte wirklich hatten als Kochbücher, die dann auch einfach über die Zeit, die nach 5, 6 Jahren, wenn wir uns hier nochmal angucken, wir dann sagen, wow, das hat es doch geschafft, seine so und so viel Stück zu verkaufen. Deswegen, also Erfolg ist natürlich auch, wenn alle am Ende des Tages das Buch in den Händen halten und sagen, wow, das haben wir richtig gut gemacht. Und damit meine ich den Autor, damit meine ich das Team. Die Druckerei ist glücklich, dass sie super gedruckt haben. Der Vertrieb ist glücklich. Also ja, es hat viele Seiten wahrscheinlich. Ja, wir teilen tatsächlich auf unseren Kanälen ja hin und wieder auch ein paar Rezepte und Einblicke. Und ich finde, ein gutes Feedback für so einen Erfolg von einem Rezept oder vielleicht dann auch von einem Buch kann ja auch das Feedback an sich sein. Also das Feedback von den Kundinnen und Kunden, die einfach irgendwie das an einem schönen Anlass gekocht haben und dann darüber berichten, kommt bei uns auch oft im Detail sogar vor, dass uns da Feedback-Nachrichten, dass wir da Feedback-Nachrichten erhalten. Und da freut man sich natürlich auch einfach, dass es funktioniert hat und dass man da Personen zu Hause an besonderen Anlässen auch eine Freude bereiten kann. Da wir auch das ein oder andere Kochbuch verkaufen, Martin, ich tippe mal, vielleicht gibt's bei uns auch so einen Grad der Erfolgsmessung, wo du sagst, okay, das ist was, oder da würdest du sagen, das ist ein erfolgreiches Buch bei uns. Ja, also natürlich geht's bei uns auch um Zahlen erstmal. Also wir brauchen, ein Buch muss eine gewisse Wirtschaftlichkeit haben, weil wir nur einen bestimmten Platz haben für Bücher. Also wir haben uns hart erkämpft, dass wir ungefähr 400, 500 Bücher im Sortiment haben. Das mag jetzt erstmal nicht viel klingen, aber für uns ist das eine Vervierfachung in den letzten Jahren. Und wir schauen uns jetzt die Bücher auch regelmäßiger an und bewerten die auch regelmäßiger. Und wenn wir merken, dass nach einem halben Jahr ein Buch nicht funktioniert, dann wird es in der Regel auch rausgenommen, außer es sind jetzt saisonale Bücher wie zum Beispiel Weihnachten oder Ostern. Aber wir haben auch Bücher, die behalten wir drin, weil die einfach so gut zu irgendwelchen Themen passen, also wie zum Beispiel zur Lederpflege, zu bestimmten Materialien, die wir in der Küche verwenden, zu bestimmten Gewürzen. Und dann messen wir Erfolg auch ganz anders, weil das Buch einfach sinnvoll ist und weil das Buch eigentlich auch unser Sortiment nicht nur im Warenhaus optisch bereichert, sondern vielleicht auch im Katalog. Und deshalb haben wir da auch unsere Lieblingsbücher, die immer mal wieder erscheinen und vielleicht dann doch nicht die Topseller sind. Lieblingsbücher. Es gibt ja immer ein paar Besonderheiten und besondere Bücher, denen man in seiner Laufbahn so begegnet. Würdet ihr sagen, es gibt so besondere Geschichten aus euren beiden Karrieren, wo ihr sagen würdet, okay, das Buch oder die Autorin oder der Autor ist mir total in Erinnerung geblieben. Jetzt holt man natürlich einen hervor. Es gibt ja auch positive und negative oder welche, die beides erzeugt haben. Ganz genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also in diesen über 20 Jahren, die wir jetzt Bücher machen, haben wir natürlich wahnsinnig viel erlebt, viele spannende Autoren kennengelernt, viele spannende Produktionen gehabt. Wir waren wirklich auf der ganzen Welt auf Fotoshootings unterwegs, LA, Japan und Italien. Und tatsächlich in Italien, das ist bis heute einer meiner Herzensprojekte, eins meiner Lieblingsbücher, eine der schönsten Produktionen, die ich je mit erlebt habe und eine der schönsten Entstehungsgeschichten auch. Wir haben zu der Zeit damals in Italien in einer Druckerei sehr, sehr viel gedruckt, also viele unserer Bücher. Und damals sind wir tatsächlich noch ganz häufig zum Druck hingefahren, um wirklich uns die Bögen anzugucken und zu schauen. Also wirklich dort vor Ort eine Druckabnahme gemacht.
Und der Chef der Druckerei ist abends mit uns essen gegangen und es war in einem Industriegebiet in Italien. Und auf einmal fährst du durch ein Tor durch und bist irgendwo im Paradies gelandet. Du fährst so eine Auffahrt hoch, hast rechts und links Palmen stehen und fährst dann wirklich auf ein wunderschönes altes Gebäude zu. Und dort hat Maria Luisa gekocht, Maria Luisa Scolastra. Und sie hat dieses wunderschöne Haus von ihren Eltern übernommen und hat dort, ich glaube, 4 oder 5 Zimmer, also eine kleine, ganz gemütliche, wunderschöne Pension und unten eben ein Restaurant, wo sie kocht. Und dieses Restaurant ist sehr, sehr bekannt. Nicht in dem Sinne, dass sie jetzt irgendwelche Sterne hat und das irgendwie Hochglanz ist, ganz und gar nicht. Aber durch ihre Kochkunst ist sie doch wirklich über die Landesgrenzen sogar hinaus bekannt. Die Leute kommen teilweise einmal im Jahr zu ihr, um dort Urlaub zu machen, um sich wirklich von ihr bekochen zu lassen. Es gibt keine Karte dort, sondern es wird das gegessen, was Maria an diesem Abend kocht. Das sind in der Regel 7 bis 8, manchmal auch 10 Gänge und du rollst da wirklich raus, aber es ist ein Erlebnis. Und wir waren an diesem Abend da und wir saßen schon da, also die ganze Kulisse dort und einfach alles war so, dass mein Kollege Ralf und ich, und wir haben uns angeguckt und haben geschaut, oh, hier müsstest du eigentlich ein Buch draus machen. Und genau das haben wir dann gemacht. Und wir sind dann im kommenden Jahr hier mal dort gewesen mit unserem Team, mit einer Autorin, mit unserer Fotografin, Dolmetscherin, weil Maria Luisa natürlich kaum Englisch spricht, Deutsch schon mal gar nicht, und haben dort dann dieses wundervolle Buch Maria Luisa kann nicht anders gemacht und haben eben zu jeder Jahreszeit dort fotografiert und mit ihr gesprochen und sie einfach dort erlebt. Und das ist bis heute, ja, mir in Erinnerung geblieben. Das war eine Wahnsinnsproduktion, ein Herzensprojekt. Und auch dieses Buch hat sich, obwohl wir damals sehr mutig waren, mit einem Kochbuch, wo kein Food vorne drauf ist, hat sich das tatsächlich über die Jahre hinweg auch gut verkauft, wo wir wieder beim Thema von eben sind. Aber das war ein Herzensprojekt von uns allen und ist es bis heute. Also tatsächlich finde ich immer super schön zu hören, wie so ein Kochbuch auch entsteht. Und ich finde gerade die persönlichen Geschichten lassen die Leserinnen und Leser natürlich auch nochmal diese Leidenschaft nochmal viel mehr spüren. Also teilt gerne auch noch weitere Geschichten. Vielleicht denkt sich dann auch der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin, auch das Buch könnte sehr interessant für mich sein. Und das Interesse wird so geweckt. Also es ist tatsächlich so, diese besonderen Geschichten und Erfahrungen, die dürfen wir als VerlegerInnen und auch das ganze Team immer wieder erleben, weil wir einfach das große Glück haben, immer wieder ganz, ganz spannende, beeindruckende Menschen auch kennenzulernen. Und alle bringen eben diese wahnsinnige Leidenschaft mit für das, was sie machen. Und ob es Sven Teichmann ist, der zu uns in den Verlag kommt und den Pizzaofen mitbringt und den Pizzateig und dort mit uns mal ebenso mit dem Team abends einen Backkurs macht, wie ich die perfekte Pizza Napoletana mache, das macht Spaß. Das, ne, das sind einfach tolle Erlebnisse. Überhaupt diese Beziehung zu unseren Autoren und sie kennenzulernen, macht das Ganze mit aus. Ein anderes ganz tolles Beispiel, Martina und Moritz, alte Hasen in der Branche, wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreiche Kochbuchautoren auch. Bei denen durften wir einen Abend verbringen in ihrem wundervollen Anwesen, als sie uns von einer neuen Buchidee überzeugen wollten. Moritz wollte schon immer, weil sein Lieblingsgericht sind Kartoffelsalate, und er wollte schon immer ein Buch über Kartoffelsalate machen und er wollte mit uns ein Buch über 1000 Kartoffelsalate machen. Wir haben gesagt, Moritz, 1000, das ist ein bisschen viel, lass uns ein Buch mit 100 machen. Ja, okay. Daraus ist dann das Buch entstanden. Wie hieß die Unterzeile? Ein Tag ohne Kartoffelsalat ist ein... Oh, warte. Schaust du es nach? Ja, warte mal. Ist kulinarisch betrachtet ein verlorener Tag. Klingt ein bisschen sperrig, genau. Aber ein toller Titel. Genau. Ein Tag ohne Kartoffelsalat ist kulinarisch betrachtet ein... Verlorener Tag. Verlorener Tag. So. Und sie haben uns eingeladen bei sich zu Hause und haben uns wirklich ein 8-Gänge-Menü präsentiert, nur mit Kartoffelsalaten.
Und die waren so vielfältig, so abwechslungsreich, alle so köstlich. Also es hat noch nicht immer 3 Gänge gebraucht und wir waren überzeugt. Und das, ja, also dieses, das sind immer wieder tolle Erlebnisse. Immer wieder. Martin scheint ja den ein oder anderen Kartoffelsalat auch schon ausprobiert zu haben. Ja, absolut, absolut. Aber ich wollte eigentlich mal grundsätzlich zur Arbeit mit Verlagen was sagen. Ich bin normalerweise eher, ja, mit anderen Dingen ja betraut. War aber letztes Jahr zum ersten Mal auf der Buchmesse und es ist eine ganz andere Stimmung tatsächlich, die sich von den normalen Messen, wo ich so bin, deutlich unterscheidet. Also es ist ein sehr schöner Umgang miteinander. Man betrachtet sich alle gegenseitig als Kollegen und die Stimmung ist deutlich, wie soll ich sagen, friedlicher, wenig businessbezogen. Es fühlt sich so an wie eine Gemeinschaft von Liebhabern tatsächlich eines bestimmten Gewerks und das macht unheimlich viel Spaß. Also es ist ein sehr, sehr schöner Umgang miteinander. Das empfinde ich wirklich als bereichernd dann auch. Absolut, das ist so. Dem kann ich nur zustimmen. Also auch noch eine schöne Erfahrungsstory aus dem Verlagswesen. Dass da tatsächlich auch die einen oder anderen hört sich nach guten Kontakten und guten Gesprächen an. Absolut, absolut. Und auch manchmal nach schönen langen Abenden. Nach sehr schönen langen Abenden, ja. Ja, aber diese Leidenschaft fürs Buch, das eint uns alle. Ich bin ja tatsächlich in diesem Interview die einzige Nichtwisserin. Wird einem nochmal mehr klar, wie viele Parteien denn an so einem Kochbuch überhaupt beteiligt sind? Auch wenn man an das Team bei euch, Johanna, vor Ort denkt, die da zu Hause Rezepte nachkochen. Also zum einen denke ich mir, was für fantastische Mittagsgerichte es bei euch geben wird und welche Kochexperten da so unterwegs sind. Aber auch, was für eine Passion dahinter steckt, tatsächlich auch Rezepte mit nach Hause zu nehmen, die in der Küche nochmal im Detail nachzukochen, von einem Fotografen, der sich da auch nochmal die Mühe und Muße macht, daran zu gehen. Das hört sich und ist es, glaube ich, auch ein Leidenschaftsprojekt. Ja. Was man dann, um nochmal auf den Bezug zum Online-Rezept zu kommen, natürlich auch nicht seinesgleichen findet. Also es ist ein Qualitätsprodukt, was durch viele Hände geht und hoffentlich auch dazu führt, dass es zu Hause funktioniert. Und dass da tolles und schönes Feedback zurückkommt. Ich finde tatsächlich diese Beseelung, wie schön es ist und was für ein leidenschaftliches Projekt es ist, ist auch ein ganz gutes Ende für unsere Folge. Denn das war es, glaube ich, mit unserer heutigen Episode. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, als Gästin hier dabei zu sein. Vielen, vielen Dank nochmal. Und ich hoffe, dass ich alle Hörerinnen und Hörer auch in 14 Tagen wieder zur nächsten Episode begrüßen darf. Und bis dahin, leben Sie bewusst.